Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. In dieser Woche möchte ich euch gerne drei einfache Tipps fürs eigene Gebet geben, die mir persönlich wichtig sind. Und ja, vielleicht bringen sie euch was oder sagen euch was oder geben euch was, vielleicht auch nicht. Lasst es mich einfach wissen. Ihr könnt gerne antworten, mir eine Nachricht schreiben oder was in die Kommentare schreiben. Der erste Tipp ist, starte deinen Tag mit einem Vater Unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Dieses Gebet, so ist meine Erfahrung, dieses Gebet ist ein idealer Tag in den Start, weil es unsere Aufmerksamkeit auf das lenkt, was wirklich wichtig ist, auf Gottes Reich, auf Gottes Willen, auf das, was wir brauchen, auf das, was Gott mit uns vorhat. Wir geben etwas ab in diesem Gebet, nämlich wir geben unser Vertrauen dem, der für uns sorgt. Wir geben dem Vater im Himmel unser Vertrauen. Es kann eine gute Gewohnheit sein, und für mich ist es genau das geworden, den Tag anzufangen mit dem Vater unser. Dieses Gebet, das ja Jesus selbst uns gelehrt hat, dieses Gebet eignet sich für viele Anlässe und es tut gut, es immer und immer wieder zu beten, auch gerade gemeinsam mit anderen. Aber es ist für mich ein wunderbarer Start in den Tag geworden. Vielleicht versucht ihr es einfach, in den Tag zu gehen mit einem Vater Unser und es nicht so runter zu rattern. Das ist ja immer die Gefahr bei Gebeten, die man auswendig gelernt hat, sondern es sehr bewusst, sehr langsam zu beten und über jeden einzelnen Satz kurz nachzudenken, ihn sacken zu lassen, ins Herz sacken zu lassen. Das Vater Unser, ein idealer Start in den Tag, eine einfache Möglichkeit, das eigene Gebetsleben wieder neu, ja, zu inspirieren. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis morgen.